Hallo, guten Morgen, du lieber Naturmensch, du Lieblingsmensch. Direkt aus meinem Wohnwagen, bei 5 Grad heute Morgen im Wohnwagen wach geworden. Ja, weil ich nachts die Heizung ausmache. Ich darf ja mein Wohlgefühl nicht verlieren, was ich im Auto habe, ne? Da ist ja keine Heizung. Naja, was mich seit ein paar Tagen ziemlich beschäftigt, ist, dass ich genau in dieser Woche es je, sich jährt. Jetzt komme ich schon wieder ins Stottern. Ich stecke also gerade doch noch mal wieder ein bisschen in der Vergangenheit. Am 23. November 2021 hat mich der Schulleiter und diverse Erzieher der Hövelschule des Geländes verwiesen. Mir wurde verboten, also auf dem Schulhof zu unterrichten. Draußen, was ich natürlich getan habe, damit die Gemüter, ne, wie auch immer, weil meine Tanzkinder haben ohne Maske tanzen sollen, nicht unbedingt müssen, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich wollte und konnte die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Ja, wenn mir die Kinder kollabiert wären, dann wäre ich schuld gewesen. Definitiv. Und ich wäre meines Lebens nicht mehr glücklich geworden. Ja, ich habe dann argumentiert, ich würde lieber weiter draußen unterrichten. Die anderen Kinder von der OGS, die spielen ja auch Fußball draußen oder Tischtennis oder sitzen einfach so auf dem Boden. Also wegen Kälte kann das Thema nicht auf den Tisch gebracht worden sein. Und ja, drinnen herrscht Maskenpflicht. Ja, ich sage, ich habe hier meinen Attest. Das gilt hier nicht. Ich sage, wieso nicht? Wir haben Hausrecht. Ich sage, Hausrecht? Wenn ich eine Tanzschule hätte und sagen würde, hier dürfen sich das alle selber aussuchen, ja, weil ich mit meinem Hausrecht das zulasse, dann hätte ich ein ganz dickes Problem damals gehabt in Deutschland. Ich sage, Hausrecht gibt es in Deutschland nicht mehr. Das wäre ihm egal, er will mich hier nicht haben, wenn ich die Maske nicht aufziehe. Ich sage, dann lassen Sie mich doch bitte draußen. Nein. Und alle Erzieher mit so einer Wut und so einem Ekel und Abscheu im Gesicht, klar, Eigeninterpretation, vielleicht haben sie mich auch liebevoll angeguckt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich das ganz gut interpretieren konnte und erkennen konnte. Und dann bin ich vor den Kindern. Sorry, Leute, irgendwann machten meine Nerven nicht mehr mit. In Tränen ausgebrochen, ja, in Tränen ausgebrochen und zum Tor geleitet worden. Es ist unglaublich. Und letztes Jahr hatte ich andere Sorgen und andere Probleme. Da ist das irgendwie nicht so deutlich hochgekommen. Aber jetzt, 2 Jahre später, hab da wirklich gut hingekriegt. Ja, wirklich gut hingekriegt. Ich habe noch mehr Geschichten. Kommt noch mehr.